Wir erleben heute eine kleine Premiere, denn seit mehreren Jahren ist der Falco hinter der Kamera von Neue Horizonte und schneidet alle meine Gespräche. Und erstmals ist er heute vor der Kamera. Und da freue ich mich wirklich, wirklich ganz doll, Falco, dass du dich durchgerungen hast, dabei zu sein. Denn was wir heute unseren Zuschauern, euch, vorstellen wollen, ist, dass aus einem Interview über ein Buch, Robos Wanderung, ein Hörbuch entstanden ist. Und zwar, wir drei haben dieses Hörbuch gemacht. Und es ist jetzt tatsächlich als CD und als Download erschienen. Das Buch ist schon älter. Ne? Das ist ja, wir haben es letztes Jahr vorgestellt, im August. Das ist im Januar 2020. Mhm. Januar 2020. Also, die Hanna-Maria Olbrich, gebürtig aus Potsdam, wenn ich mich recht entsinne, und lebt jetzt aber in der Schweiz. Und er hat ein wunderbares Buch geschrieben. Also ich heiße euch erstmal herzlich willkommen und wir sind ja schon mittendrin. Ich kann gar nicht mehr sagen, jetzt geht's los. Aber jetzt geht's los. Die hat ein wunderbares Buch geschrieben, Robos Wanderung, also Wurzelgeschichten, Robos Wanderung. Und als ich das damals las, du hast es, da ist es, ja, genau, du hast das Original. Ja, habe ich gesagt, oh, das ist so schön, das würde ich gerne einlesen. Und als ich dir das unterbreite, dir diesen Vortrag, hast du sofort eingewilligt. Und Falco, was hast du da noch gemacht? Ich? Ja. Oh Gott, wo soll ich denn da anfangen zu erzählen? Also, ganz kurz oder ganz runtergebrochen habe ich dazu noch ein paar Hintergrundgeräusche aufgenommen, weil einfach vorlesen ist schön. Aber zu der Geschichte passte halt einfach oder musste einfach ein bisschen Wald rein, da musste ein bisschen Vogelgezwitscher rein und so weiter. Und ja, das ist so ganz runtergebrochen. Und tatsächlich, also euch zuschauen, Falco ist damals der Einzige bei seiner Ausbildung gewesen, der Einzige, der am Ende seiner Ausbildung als Mediengestalter kein Video produziert hat, sondern ein Hörspiel. Und unser Kollege Jan Gertig, ja, hat ja auch eine CD produziert, ne, Quatschmann, ja. Und da hast du auch... Ich bin vorbereitet. Bist vorbereitet, ja, genau. Hast du auch das abgemischt und hast sogar als Monster dabei, warst du dabei. Das stimmt. Genau. Aber nicht das Ende der Fahnenstange. Du kommst gleich, Anna-Maria. Auch diese CD... Ja, Begegnung mit dem inneren Kind, die ich zusammen mit Freunden, die die Musik dazu gemacht haben, auch die hat Falco gemischt auf eine ganz, ganz wunderbare Weise, die einfach klasse ist. Also an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, wir beide sind über die Jahre nicht nur gute Kollegen, sondern gute Freunde geworden. Und das freut mich ganz besonders, Falco, an dieser Stelle. Hanna-Maria, wie war das, als du das, was Falco und ich dir damals geschickt haben, das erste Mal gehört hast? Also ich war einerseits total fasziniert, dass es einfach so rund gesprochen, gelesen und auch schon mit den Geräuschen gleich so unterlegt war, hatte ich sofort das Gefühl, da sind zwei am Werke, die einfach aufeinander eingespielt sind und wo es einfach von Anfang an einfach rund lief. Und ja, ich war dann selbst überrascht, dass die Sprache im Buch selbst schon so viel Geräusche mitgebracht hat, dass es dann sich so wie hineinbegeben hat.
Ja, das war so wie, ja, es passte einfach. Es war schön. Danke dir, Falco, und danke dir, Götz. Das ist wirklich eine tolle Umsetzung geworden. Bitte, bitte. Mhm. Ja, also dieses Vorlesen, das hat einfach so viel Freude gemacht. Ja. Und wir sind noch in der glücklichen Lage, unter dem Neue Horizonte Studio ein Tonstudio übernommen zu haben damals. Und auch da, Falco hat ja, sag mal, 90% meiner Lieder dort aufgenommen, in diesem Tonstudio, und mit einer Engelsgeduld und nochmal. Ja, und aber bei diesem Buch, als ich das einlas, also du hast ja, Anna-Maria, du hast ja das die Einleitung gelesen, ne? Also ja, aus dem Buch, und ich habe die Geschichte gelesen, genau. Und das Ganze ist, ach so, darf ich auch nochmal sagen, erschienen im Garten Weden Verlag, Weden mit Walter, also Weden, Garten Weden Verlag, dort, wo auch die CD Begegnung mit dem inneren Kind erschienen ist. Dort kann man die CD erwerben, als auch ein Download, weil ich habe gehört tatsächlich, also, und meine Kinder auch, die besitzen gar keinen CD-Player mehr. Ja, und die ganzen Laptops, die heute verkauft werden, haben kein CD-Laufwerk mehr. Ja, deswegen hatte ich da angeregt, dass man das auch als Download nimmt. Mhm. Weil ja, Hörbücher werden ja auch, glaube ich, vorwiegend als Download angeboten. Mhm. Ja. Also ich finde es noch schön, dass es auch als CD zu erhalten ist, weil man als CD, man hat was man in die Hand nehmen kann, was man in Papier einwickeln kann, was man einfach gut verschenken kann. Was man gut verschenken kann. Ich hab sie hier vor mir. Es sind zwei CDs geworden, ja, und auch ein sehr liebevolles Büchlein hast du da konzipiert, also innen drin, ne? Die kurzen Beschreibungen, ja, und also ist was richtig schön Rundes. Und ich bin ja auch so oldschool. Ne? Ich bin ja auch so oldschool. Also ich liebe es eher, in die Hand zu nehmen. Ne? Also ne, das Vorwort hast du schon eingelesen, und dann von der Eichel bis zum Baum. Große Reise zum Wiesenrand. Ja, Rohrbohr ist ja so winzig. Ja, dass der, also über eine Wiese, nee, da braucht er schon Hilfe. Und ne, die Verwandlung des kalten Waldes von Eichhörnchen und Freundschaft, der Weg zum Schattenwald, der Schattenwald. Ja, also da, ne, mein Schattenwald, wirklich, ich habe ja früher, war ich viel im Harz, wir hatten da eine Familienhütte, und ich dachte immer, Wald wäre Fichten. Ja, aber das ist Massenbaumhaltung, und wenn man jetzt den Harz anguckt, ja, da stirbt alles. Ja, und vielleicht auch zu Recht, damit wieder lebendiger Wald, Mischwald kommt. Und Rohrbohr, ja, dieses kleine Eichelmännchen, sorgt sozusagen dafür, dass der Wald wieder lebendig wird. Magst du, Anna-Maria, magst du nochmal für die Zuschauer, die das damals nicht gesehen haben, unser Gespräch, aber wir verlinken das unten drunter nochmal. Magst du kurz skizzieren, wie du zu dieser Wurzelgeschichte gekommen bist? Ja, ich hatte schon immer eine gute Beziehung zur Natur. War viel draußen, auch mit dem Wasser, mit den Bäumen. Das war so meine Heimat. Potsdam ist wald- und wasserreich. Da bin ich aufgewachsen und war viel auch als Kind im Wald unterwegs und habe da mit den Vögeln und mit den Tieren oder auch mit den Bäumen einfach, es war immer eine Harmonie. Also ich habe mich nie ängstlich gefühlt im Wald. Und hier jetzt in der Schweiz, wo ich jetzt lebe, in Greifensee, ist es ähnlich, sieht es auch ähnlich aus wie in Potsdam. Wir haben den See, wir haben diese Natur hier, so ähnlich wie in Brandenburg. Nur der Geruch der Havel fehlt.
Und an dem See wachsen Baumgruppen. Und die haben mich eigentlich immer schon fasziniert. Ganz verschieden. Das sind meistens Zwillingsbäume, bis auf diese eine riesige Eiche, die wirklich ganz allein dort steht. Und da hat es mich immer hingezogen. Und dann bin ich da hin und sie hat so rundherum wie eine kleine Baumgruppe, die sie schützt und stützen. Und wenn man da so drunter sitzt unter dem Dach von dieser Eiche und den Bäumen, dann ist man ganz in einem ganz eigenen Raum. Und nach der Arbeit bin ich dort oft hin und habe da viel gesessen und habe den Baum unten die Wurzeln sauber gemacht und also den ganzen Boden dort gereinigt. Da war viel Müll. Und eines Tages, wie ich dann da so gesessen habe in der Abenddämmerung, war ich so angeschmiegt an dem Baum und ich hatte das Gefühl, der wurde auch immer weicher. Also es war nicht mehr, der war nicht mehr so hart und knorrig, sondern es war ein ganz sanftes, weiches Gefühl, wie ich da so angelehnt war. Mit einem Mal öffnete sich eben ja, die Welt von den Wurzelmännchen vor mir, vor den Wurzelwesen. Und dann haben die mir den Auftrag gegeben. Sie haben gar nicht so viel erzählt. Sie haben mir nur ihr Reich gezeigt, ihre Wohnung, ihr Heim. Und dann haben sie gesagt, und du schreibst jetzt die Geschichte von uns. Und von da an haben die mir eigentlich so in Etappen diese Geschichte von dem Robur und seinem Eichbaum erzählt. Und so ist dann nachher, also innerhalb von einem Dreivierteljahr, war dann die Geschichte eigentlich so in Rohformat geschrieben. Und dann habe ich angefangen, die zu bearbeiten. Und das Spannende war einfach, jedes Mal, wenn ich dann angefangen habe zu menscheln in der Geschichte, dann gab es gerade einen Schreibstopp. Also es hat dann nicht mehr funktioniert. Der ganze Fluss in der Geschichte war dann wie unterbrochen. Also von daher ging das gar nicht. Es war gar nicht möglich, da auf menschliche, also Menschengefühle und Emotionen in dem Sinne hineinzubringen. Ja. Und trotzdem ist es eben mit den Bildern, die in der Geschichte beschrieben werden, wird es ja doch eben mit den Wesen ja so gestaltet, dass man sich sie gut vorstellen kann als Mensch. Einfühlen, mitfühlen. Ja, mitfühlen und genau. Die Geschichte von dem Eichhörnchen, ne? Das Eichhörnchen-Männchen, ne? Der Junge dann auf einmal Papa wird und irritiert ist und so. Es ist richtig schön, man kann drin baden. Ja, und Falco, wenn ich mich recht entsinne, gab es auf dem Weg zu diesen Geräuschen auch so, ja, mal was daneben, ne? War das nicht so? Also, dass du rausgehen wolltest oder so und das war gar nicht möglich? Doch. Wo fängt man an? Wir haben ja das Buch, sind wir ja zusammen durchgegangen und ich habe mir ja hier noch, sieht man noch die ganzen Notizzettel, ne, was ich brauche, so Nacht und Wind und vielleicht eine Wiese oder so und abends und morgens und ja. Und naja, wie es so ist, bin ich dann immer nachts oder halt tagsüber mit meinem kleinen Aufnahmegerät, bin ich halt dann raus. Und ja, tagsüber, wie soll ich sagen, ich musste meine Ansprüche, also die Töne, die ich im Kopf hatte, die ich unbedingt brauche, das musste ich sehr zurückschrauben, weil du hast halt immer, wir wohnen in der Stadt, also ich wohne in der Stadt und man hat hier immer Geräusche nebenbei, also einfach mal nur im Blätterwald aufnehmen, das geht nicht. Das kannst du vergessen. Das kannst du auch nachts um eins vergessen. Das war dann meine Erkenntnis der ganzen Aktion. Also ich weiß noch einmal, es gibt, glaube ich, im Buch so eine Stelle, wo sie nachts so irgendwie übernachten wollen. Und es gibt hier bei mir in der Gegend gibt es so einen schönen Weg. Und da fließt die Parte lang. Und dann hast du eine kleine Bank davor. So, und dachte ich mir, das ist eigentlich genau der Ort, den ich mir dafür vorstelle. Also gehe ich jetzt mal nachts dahin und nehme da einfach die Atmosphäre auf. So, bin da mit Taschenlampe und durchs Gestrüpp und setze mich halt da, ist so eine kleine Bank, setze mich da hin, ne, mache den Rekorder an und man merkt so, wie die Ohren gehen dann auf bei mir und dann höre ich wirklich in der Ferne eine Party.
Also irgendwo in einer Gartenanlage eine Party bis hin zur Musik, die sich dann da so langsam übertrug, bis hin zu ja, so Partyspielchen so. Und ich dachte, das kannst du nicht machen, das geht nicht so. Also alles wieder eingepackt, zurück. Naja, und so bin ich mehr oder weniger, ist fast alles, was verwendet wurde, ist im Abnaundorfer Park entstanden zu allen möglichen Uhrzeiten, also von nachts 11, 12 bis um 1 so, oder eben tagsüber so, bis hin zu vom Gewitter überrascht werden, bis hin nachts sich eine Erkältung einfangen, war alles dabei. Also auf der anderen Seite, es klingt jetzt vielleicht als wie eine Ausrede, aber ich dachte halt, diesen 100% Naturklang braucht es ja eigentlich gar nicht, weil ja der Gedanke kam dann so, okay, die Geräusche sind halt da, die sind ja auch für einen Rohbohr da, die sind ja für die ganzen, für die Tiere auch da, da gibt es auch S-Bahn, da gibt es Hunde, da gibt es Fahrrad, da gibt es Straßenlärm, und das war dann so der Punkt, okay, lass es einfach drin, so, und naja, man hört, wenn man genau hinhört, hört man so ein paar Sachen, aber keine Party. Das hast du dann doch rausgenommen, ja, oder nicht mit reingespielt. Ja, ich finde, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und wir haben, Hanna-Maria, wir haben drüber gesprochen, so ab 5. Ja. Etwa? So ab 5, ja. Und nach oben gibt es aber keine Grenze, oder? Nein. Also eben, ich habe auch eher das Gefühl, dass auch gerade Erwachsene oder auch Ältere sehr nochmal auf ihre Kosten kommen können. Also ich habe jetzt von verschiedenen, die jetzt das Hörbuch auch eben von mir bekommen haben oder gekauft haben, auch schon das Feedback bekommen, dass es einfach wirklich mega schön sich anhört. Und und sie sind ja sehr glücklich eigentlich mit dem. Also ich wollte eben, Falco, dich noch fragen, wie du das mit dem Gewitter gemacht hast. Aber wenn du sagst, es hat dich sogar überrascht, dann ist das ja natürlich lässig. Das ist spannend. Also das ist nicht das Gewitter, was mich überrascht hat. Das ist, das habe ich damals mal, als ich noch in der WG gewohnt habe. Da bin ich dann nachts aufgeschreckt, und weil es gewittert hat. Und ja, was halt ne, Tontechniker nichts anderes einfällt, als wie Fenster auf, Aufnahmegerät ans Fenster, und dann nimmst du mal eine Stunde Gewitter auf. So, naja. Und was mich fasziniert ist, dass das ist so brutal ehrlich, dieses Gewitter, dass es mich da richtig friert, wenn das hochrumpelt. Also das ist so, das lässt sich auch nicht nachbauen. Das ist halt so, die Naturgewalt, die kommt halt so rüber, wie sie eben ist. Und das macht viel. Und das finde ich eben auch, dann die Geräusche, die du jetzt noch drunter gelegt hast, auch an den Stellen, wo sie sind, die machen dann wie noch das kleine i-Tüpfelchen noch oben drauf. Also schon alleine der Einstieg mit dieser Gewitterstimmung, also der ist schon so, Also ich habe sehr Freude auch an dem beim Hören und das nochmal nachgenießen. Also ist wirklich, für mich ist es auch, das Buch hat auch mit dem Hörbuch zusammen wie nochmal ein Eigenleben bekommen. Also es ist wie, hat sich abgekoppelt ein Stück weit von mir und ist jetzt so wie für sich. Und es macht mir einfach immer noch Spaß, auch das Lesen und das dann Hören. Und also, Ja, und wer, ich meine, von den Erwachsenen, die Kinder haben oder so, Eltern, die können natürlich auch das Buch sich kaufen und ihren Kindern vorlesen, wenn sie daran Freude haben. Aber ich finde, dieses Hörbuch hat was. Okay. Ja, wir sprechen hier über das Hörbuch, aber ihr sollt ja mal reinhören, wie sich das anhört. Und wir spielen euch jetzt einfach mal Teil aus dem ersten Kapitel vor. Erstes Kapitel. Von der Eichel bis zum Baum. Mitten in einem lichten Wald stand ein uralter Eichbaum. Sein Stamm war so dick, dass ihn 4 Männer mit ihren Armen nicht umspannen konnten.
Dieser Eichbaum war zum Zeitpunkt der Geschichte bereits 800 Jahre alt. Er überlebte mehrere Kriege, viele Stürme und Unwetter. Er sah, wie sich das Land um ihn herum veränderte. Sein Stamm war knorrig, die Rinde rau und faltig und die Krone weit ausladend. Die vielen Eicheln, die er jedes Jahr zur Erde regnen ließ, versorgten die kleinen und die großen Tiere des Waldes, sodass sie nur selten Hunger leiden mussten. Sein Hüter hatte diese sonnige und geschützte Lichtung inmitten des Waldes für ihn erwählt. Die Lichtung umstanden hochwachsende Fichten und rundliche Linden, Espen raschelten und die Birken ließen ihre weißen Stämme leuchten. Viele Vögel suchten seinen Schutz und nisteten in seinem Stamm, in seinen Astgabel. Unter seiner Rinde knabberten kleine Raupen, die einmal farbige Schmetterlinge oder reinliche Fliegen werden wollten. Auch einige Glühwürmchen waren dabei, die im Sommer ihre kleinen Laternen in seinen Ästen entzündeten. Das Abenteuer dieses wunderbaren Baumes begann damit, dass eines Tages sein Mutterbaum von einem gewaltigen Blitz getroffen wurde und noch in derselben Nacht sein Leben aufgab. Unser Baum war zu diesem Zeitpunkt eine von vielen Eicheln, die um ihren Mutterbaum herum im Erdreich lagen. Bevor die Mutter starb, ließ sie einen warmen und wunderschönen Ton erklingen. Der Ton wurde von einem leisen Lied der beiden Wurzelwesen, die im Wurzelreich dieses Mutterbaums lebten, aufgenommen und weitergetragen. Aus diesem einen Ton entstand ein Lied, welches die kleinen Eicheln ringsumher zum Leben erweckten. Die beiden Wurzelwesen, ein kleiner Wurzelmann und seine Frau, kamen aus ihrer Wurzelwohnung, gingen umher und sammelten einige der Eicheln ein. Diese trugen sie zurück in ihre Wurzelbehausung und wärmten sie, gaben ihnen Wurzelnahrung und sangen ihnen viele Lieder von der Sonne und dem Wind vor. Ja, vielen Dank, ihr beiden und ihr da draußen an den Geräten, an den Endgeräten. Ihr dürft das ruhig erwärmen, in welcher Form auch immer. Oldschool oder New School, wie auch immer. Wir wünschen euch eine schöne, besinnliche Adventszeit und kommt gut bei euch an. In diesem Saal sage ich für heute Tschüss. Tschüss.